Buzzer-Sound, finden Sie nicht? Niemand hört wirklich zu. Sag etwas zu mir, hä? Würdest du nur einmal was zu mir sagen? Niemand hat echtes Verständnis. Komm schon, wir wollen ein bisschen spazieren fahren. Komm, auch mit dir. Was ist denn das? Was ist das? Ich hasse mein ganzes dummes Leben. Niemand ist ehrlich interessiert. Dort sitzt ein menschliches Wesen. Er ist hier und hat Probleme und ist ihr Kind. Er sitzt jetzt im Irrenhaus, Bruder. Du bist verrückt. In den 50er Jahren war es der Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jedes Mal, wenn mich deinetwegen jemand anruft, heißt das Ärger. In den 60ern war es Easy Rider. Und Sie glauben, die Kinder durchschauen uns nicht? Da sollen die uns vertrauen? In den 70er Jahren war es dann Uhrwerk Orange. Na los, komm her. Die toten Männer legen jetzt mit voller Kraft los. Und jetzt kommt von Hugh Hudson, dem Regisseur des Academy Award-Winners, die Stunde des Siegers, ein neuer Film, der eine ganz neue Generation anspricht. Andy! Andy! Sag mir eins. Gibt es etwas, wofür du bereit wärst, einen Teil deines eigenen Lebens zu riskieren, um es zu kriegen? Das ist Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Donald Sutherland. Adam Horowitz. Ich möchte nur wissen, wohin ich gehöre. Hey, auf der Mauer! Wenn die Welt außer Kontrolle gerät, ist es leicht, vom rechten Weg abzukommen. Road Home. Gern geschehen, Ma'am. Aber Sie sind doch ein Polizist! Eine Polizeimarke, Sanchez. Er rennt rum und spielt Polizist, überfällt Leute und bringt ihr Leben in Gefahr. Polizei! Schmeißt die Waffe weg! Ein Polizeibeamter hat heute Abend einen Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft vereitelt. Heldenhaft bedroht er den bewaffneten Gangster mit einem Glas voll Spaghetti-Soße. Ich habe Leute ausgeraubt, die Leute ausgeraubt haben. So ähnlich wie Robin Hood? Ja, aber der Unterschied ist, ich habe das Geld nicht den Armen gegeben. Ach ja, der Portier sagte, der Typ hatte eine Nutte dabei. Und kaufst dir ein schönes kleines Haus mit einem weißen Holzzaun und lebst glücklich und zufrieden. Weißt du was? Wir lassen ganz einfach den ersten Teil weg und fangen gleich mit dem zufriedenen Leben an, okay? Junior schlüpfte in jede Rolle, die ihm gerade einfiel. Frederick J. Franger. Herman Gottlieb. Hier ist was über den richtigen Gottlieb. Du kannst mich Junior nennen. Überfallen. Er war schon tot, als er im Krankenhaus ankam. Der würde seinen richtigen Namen wohl kaum benutzen. Sergeant Hulk Mosley, Morddezernat. Du bist doch kein Bulle, stimmt's? Doch, ich bin ein Bulle. Jetzt verhaftet er schon Leute. Polizei, Razzia, keine Bewegung! Ja, alles vielleicht wartest du erstmal und lässt ihn ein paar von deinen Fällen lösen. Hände hoch oder ich schieße! Du hast schon geschossen, Mann! Ich habe einen Warnschuss abgefeuert und getroffen! Die Lieblingsrolle von Junior ist Police Sergeant Hoke. Und der will ihn haben. Tot. Idiotensicher. Hat meine Knarre, meine Marke und meine Zähne geklaut. Du drehst ab sofort keine linken Dinger mehr. Ich verspreche. We'll be right back.
Die moderne Forschung hat gezeigt, dass künstliches Licht ausreichend Energie für das Wachstum von Pflanzen liefert. Die Wirkung der Lampen wird zusätzlich durch einen Lichtreflektor erhöht. Die Vorrichtungen für die Luftzufuhr versteckt man gerne in hübschen Attrappen. Dieses Mädchen hier hat sich einen verwegenen Taucher ausgesucht. Mal sehen, wo sie ihn hinstellt. Sieht gut aus, oder? Jetzt muss nur noch das Ventil geöffnet werden und schon kommen die Luftbläschen herausgesprudelt. Sieh dir diese oberen Werte an. Der Porno läuft wieder. Oder da draußen sitzen drei Typen mit abnormalem Sinn für Aquariumsgestaltung. Was glaubst du, zeigen sie ihnen? Genitales Eindringen oder oralen Sex? Also ich tippe auf Eindringen. Mm-mm. Nach den Messergebnissen, die hier reinkommen, muss es ein Streifen mit oral-genitalem Kontakt sein. Sie spielen ihnen eine stinknormale Nummer vor, Tom. Wie bitte? Eine ganz normale Nummer. Na, ganz einfach Vögeln. Die Alpha-Stimulationswellen hier zeigen eindeutig, sie sehen oralen Sex. So ein Quatsch. Ich wette, er hat ihn ihr reingeschoben. Freddy, um wie viel? Um einen Dollar. Ist gut, schalt an. Hm? Her mit der Kohle, her damit. Das hört sich ja nach einer scharfen Wette an. Oh, arbeiten Sie ruhig weiter. Wer war das? Das wüsste ich auch gern. Du und Mali, ihr kommt doch morgen zu Kims Performance. Ich weiß noch nicht. Es ist das Moment mal. Hören Sie, haben Sie zufällig eine Kopie von diesem Video übrig? Wozu denn, um Himmels Willen? Wissen Sie, ey, ich möchte mir ein Aquarium anschaffen. Ich liebe Fische. Ist ja schon los. Wir treffen uns also um 2 im Theater, ja? Aber nur, wenn wir jemanden für Jason finden. Aber wozu finden. Denn? Weißt du, die wollen ihr Haus sowieso vollkriegen. Die freuen sich über jeden Besucher. Ist das wirklich das Richtige für einen 7-jährigen Jungen? Kim ist Performance-Künstlerin. Oh, entschuldige bitte, wir kommen. Hey, man kann seine Kinder nicht früh genug an Kultur gewöhnen. Arbeit dreht sich um das Leid, nicht um Gewalt. Ich möchte durch meinen Tanz die alten Posen entblößen, den wilden Schmerz in ihnen darstellen. Ja, interessant. Schatz, wo steckst du? Pritchett stellt niemals einen neuen als Laborleiter ein. Oh, das sagen alle, aber wenn das doch tut... Hey, keinen Quatsch, du bist der Richtige und das weiß er genau. Er will jemanden, dem er vertrauen kann. Jemanden, den er unter seiner Fuchtel hat, meinst du wohl? Hör auf, damit zu spielen. Aber das ist doch meine Peitsche. Eine Peitsche kann ein Folterinstrument sein. Oder ein erbarmungsloses Bindeglied zwischen zwei Menschen. Naja, es kommt ja wohl auch drauf an, wer sie schwingt. Du kannst mir ruhig glauben. Worüber lacht ihr zwei denn so? Was ist der Unterschied zwischen einem polnischen Fernsehreporter und
einer Performance-Künstlerin. Ich weiß nicht, sag's. Es gibt keinen, man kann beide nicht verstehen. Katalog Nummer F934D. Danke, Wendy. Können Sie mir 4 neue fertig machen? Sicher. Richards Sekretärin hat angerufen. Du sollst in sein Büro kommen. Machen Sie lieber gleich 5, ja? Ich wette, du bist der neue Mann. Ja, hey! Vergiss deine alten Freunde nicht. Ah. Ich weiß, Sie sind ziemlich beschäftigt, aber ich würde Sie gern was fragen. Ja, was denn, Dr. Summers? Ich würde gern mit der hübschesten Assistentin des Labors ausgehen. Aber ich habe Angst, dass sie meine Anfrage als sexuelle Nötigung am Arbeitsplatz missversteht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand sie missverstehen könnte, Dr. Summers. Wenn das so ist, nennen Sie mich doch Freddy. Tom, schön, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie rein, setzen Sie sich. Ich habe gehört, dass Sie und Dr. Archer sich bereits kennen. Oh, nochmal guten Tag. Hallo. Dr. Archer untersucht die biochemischen Zusammenhänge zwischen Sexualität und Gewalt. Unser Labor hat sich nur am Rande damit befasst. Ja, Dr. Summers und ich haben ein paar Probeaufzeichnungen gesehen. Ich hätte wissen müssen, dass Sie von Ihnen sind. Ich möchte mit meinem Projekt den physiologischen Beweis für die bekannte soziologische Theorie liefern, dass es bei vielen Gewaltverbrechen, die mit Sex in Verbindung gebracht werden, gar nicht um Sex geht, sondern um Macht. Ja, ich habe davon gehört. Ich versuche, die elektrochemischen Indikatoren für sexuelle Erregung zu kategorisieren. Und wir suchen nach einem Labor, in dem wir die objektiven Daten überprüfen können. Tom, Dr. Archer sagte mir, dass Sie Ihre Arbeit sehr bewundert und ich konnte Sie überreden, es mit unserem Labor zu versuchen. Tom, das hier wären die Unterlagen. Ich möchte, dass Sie sie gleich durchsehen, ja? Aber natürlich gern. Hat mich gefreut, Sie wiederzusehen. Ja, mich auch. Ja. Nehmen Sie es übers Wochenende mit nach Hause und rufen Sie mich am Montag an. Natürlich. Und Tom, sie hat beste Verbindungen nach Washington. Dieser Vertrag könnte den Durchbruch für unser Labor bedeuten. Ich will, dass Sie alles tun, um ihn zu kriegen, verstanden? Sie bekommen... Schönes Wochenende, Tom. Ihnen auch. Also gut, wir haben die Schlafsäcke, die Kopfkissen, die Luftmatratzen, den Fotoapparat, Filme, Süßigkeiten. Was ist in der Thermosflasche? Kaffee mit Cognac für uns, wenn die Racker endlich im Bett liegen. Also, ich habe früher mit meinem Vater gezeltet, und zwar am Waldrand und nicht in einem Museum. Ach, was du nicht sagst, Dr. Huckleberry Finn. Er ist nur neidisch, weil wir ihn nicht mitnehmen. Du hättest bestimmt als kleiner Junge alles dafür gegeben, neben einem Dinosaurier zu zelten. Als Daddy klein war, gab's noch gar keine Dinosaurier. Gut, bringt eure Sachen jetzt ins Auto. Ich weiß, dass Pritchard dir ein neues Projekt aufgeheizt hatte, aber du hast Jason versprochen, morgen mit ihm zu spielen. Hör schon auf, du weißt doch genau, was im Moment im Labor abläuft. Allerdings, Pritchard lässt euch am ausgestreckten Arm verhungern. Solange er keinen neuen Laborleiter ernennt, reißt ihr euch alle die Beine aus. Ach ja? Komm schon, Mali, bevor die Kinder das Auto verwüsten. Mach's gut. Wiedersehen. Guten Abend, Dr. Redding. Hallo, Ralph. Vielen Dank. Ein weiterer Versuch, den Dr. Archer durchführen will, sieht vor, Personen mit verschiedenen Szenen sadomasochistischer Art zu konfrontieren und dabei den Grad ihrer sexuellen Erregung zu messen. Sie geht davon aus, dass normale Versuchspersonen bestimmte Werte sexueller Erregung überschreiten. Diese Hypothese muss genau auf ihre Durchführbarkeit überprüft werden, ehe man mit Experimenten beginnt, um Folgendes zu verhindern. A. Unvorhergesehene Kosten aufgrund von B. Unabweckbarkeiten der Theorie. Hallo. Hallo. Oh, ich wusste nicht, dass noch jemand im Haus ist. Ich habe gesehen, dass Sie so spät noch arbeiten.
Und ich hatte auf einmal das furchtbare Gefühl, dass das allein meine Schuld ist. Nein, nein, meine Frau und mein Sohn sind heute Nacht sowieso nicht zu Hause. Oh. Ich habe gerade Ihre Theorie gelesen. Sie ist sehr interessant. Wenn Sie recht haben, gäbe uns das die Möglichkeit, mittels einer simplen Überprüfung festzustellen, ob jemand zu Gewalt neigt. Ja, genau. Wahrscheinlich ist der Justizminister deshalb so daran interessiert. Ja, es könnten sich interessante verfassungsrechtliche Fragen ergeben. Ach, damit sollen sich die Juristen rumschlagen. Mich interessiert nur der wissenschaftliche Aspekt. Ich frage mich, wie Sie vorgehen wollen. Sie können eine chemische Veränderung im menschlichen Gehirn messen, die Reaktion auf die Stimulierung überprüfen. Haben Sie einen Korkenzieher? Wie bitte? Für den Wein. Ein Geschenk von Pritchett. Was meinen Sie? Wie ich schon sagte, Sie können Messungen vornehmen, aber die Interpretation der Daten ist Sache der Soziologen. Sind meine ersten Experimente nicht überzeugend? Ich weiß nicht. Es fällt mir schwer zu glauben, dass der Sexualtrieb des Durchschnittsmenschen durch eine dumpfe Sehnsucht nach Dominanz gesteuert wird. Vielleicht sollten Sie sich das neue Videoband ansehen, mit dem ich arbeiten will. Die frühesten Erlebnisse unseres Lebens wiederholen sich immer wieder. Es gibt viele Beispiele dafür, dass tiefe seelische Verletzungen, wenn sie nie zum Ausbruch gekommen sind, in Kreativität umschlagen. Ich arbeite bei meinen Experimenten mit sexueller Erregung, weil sich hier die Reaktionen am besten messen lassen. Es gibt eine Theorie, dass Unterdrückung sexuell anregend wirkt. Richtig. Unterdrückung. Kreativer Zwang intensiviert in der Tat die sexuelle Erfahrung. Und das ist es doch, was wir alle wollen. Intensität. Wer weiß das wirklich? Das ist es ja. Die Menschen wissen, was sie von ihrem Leben erwarten, von ihrer Ehe, von ihrer Karriere. Aber beim Sex wissen sie es nicht. Die meisten zumindest. Ich finde das faszinierend. Wissen Sie, was Sie wollen? Oh ja. Unwissenschaftlich ausgedrückt ist purer Sex das Beste. Einfach nur Sex. Keine Schwierigkeiten, keine Verpflichtungen, keine Komplikationen, nur Harmonie zwischen zwei Körpern. Was ist mit Ihnen? Naja, wissen Sie, ich habe eine Familie, eine Frau und ein Kind. Das ist doch völlig in Ordnung. Viele Frauen finden ein Abenteuer mit einem verheirateten Mann äußerst befriedigend. Was ist mit einer Beziehung am Arbeitsplatz? Ich tue alles für meine Arbeit. Thank you.
Tom, wir konnten uns nicht auf Wiedersehen sagen. Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich das Experiment ziemlich anregend fand. Wir sprechen noch darüber. Ruf mich an. Hallo? Hallo, Schatz. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Nein, nein, nicht jetzt. Ich habe bis spät in die Nacht gearbeitet. Lass mich dann noch ein bisschen schlafen. In Ordnung? Du kannst es auch anders haben. Los, raus aus dem Bett. Dein Sohn wartet auf dich. Oh, sei nicht so gemein, es ist kalt. Nein. Zu mir! Nein, nein, du kriegst sie nicht! Nein, du kriegst sie nicht! Du nicht! Wirf ihn her! Wirf ihn her! Jason, hier ist er! Du, was soll denn dir? So nicht! Da komm schon, da komm! Nein, 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 nein! Telefon. Lass doch. Der Anrufbeantworter ist an. Nein, ich gehe ran. Es ist bestimmt Dr. Pritchett. Komm, Jason, lass uns was trinken. Hallo? Du hast mich nicht zurückgerufen. Oh, hallo, Dr. Pritchett. Wie geht's Ihnen? Ich finde mein Höschen nicht. Tut mir leid, das zu hören. Und ich habe noch keinen Schlüssel fürs Labor. Ja, das ist wirklich ein Problem. Es wäre unangenehm, wenn es einer findet. Bestimmt wird es ziemlich schwierig werden, das zu erklären. Ja, ich kümmere mich um die Sache. Aber wieso denn, Schatz? Doch nicht heute. Entschuldige, dass ich dich zu Hause anrufe, aber die Umstände haben mich dazu gezwungen. Oh, nein, nein, nein. Seien Sie unbesorgt, Dr. Pritchett. Ich mache das schon. Was um alles in der Welt will er denn von dir? Es ist Sonntag. Entschuldige, Schatz, es dauert nicht lange. Ich bin bald wieder da und dann gehen wir essen. Hallo, Ralph. Dr. Nein, ist ja gut. Ich sperre selbst auf. Tom. Karl, was tun Sie denn hier? Wir haben ein Problem, Tom. Was ist? Dr. Archer hat ihr Projekt zurückgezogen. Sie hat was? Sie hat mich eben deswegen zu Hause angerufen. Hat sie gesagt, wieso? Eigentlich nicht. Irgendwas muss passiert sein. Wir brauchen dieses Projekt, Tom. Lassen Sie mich mit ihr reden. Ich werde herausfinden, was los ist. Ich verlasse mich auf Sie, Tom. Ach, kommst du beruflich oder privat? Beruflich. Du verstehst bestimmt, warum ich das Projekt zurückziehen musste. Nein, das tue ich nicht. Ich bin sehr erstaunt. Ich würde nie etwas tun, was einen von uns kompromittieren könnte. Wen von uns beiden hast du Angst zu kompromittieren? Dich oder mich? Ich versuche es anders zu formulieren. Manchmal tut man im Augenblick sexueller Leidenschaft Dinge, die man später bereut. Du bereust also, was geschehen ist. Ich habe dabei nur an dich gedacht. Du bist glücklich verheiratet und ich dachte, du würdest erleichtert sein, wenn...
Wo bist du gewesen? Oh, hallo, Schatze. Tut mir leid, ich wollte dich nicht aufwecken. Ich habe dich x-mal angerufen. Was war los? Wir wollten doch zum Essen gehen. Oh nein, ich bin ein Idiot. Tut mir leid, ich habe mit Dr. Pritchard hinten im Labor gearbeitet und da hinten hört man das Telefon nicht läuten. Ich habe den Sicherheitsdienst angerufen. Um wie viel Uhr ungefähr? Ich begreife nicht, warum ihr so ein sündhaft teures Telefonnetz habt, wenn man da niemanden erreichen kann. Ja, darüber regen sich viele auf. Ich habe, da ist eine Notiz drin, die ich unbedingt in meine... Ich wollte nur diese Zahlen hier noch einmal vergleichen. Ja, in Ordnung. Das ist alles. Ich bin müde. Gehen wir schlafen. Komm, ich bringe dich wieder ins Bett. Gut gemacht. Wirklich gute Arbeit, Tom. Setzen Sie sich. Also, Tom, ich weiß nicht, wie Sie es angestellt haben, aber Dr. Archer war sehr beeindruckt von der Analyse, die Sie ihr gegeben haben. Jedenfalls hat sie den Vertrag unterschrieben. Es freut mich, das zu hören. Ich habe Sie beobachtet. Die Art, wie Sie sich eingesetzt haben, Sie lassen nicht locker. Sie geben immer 110%. Das ist gut. Vielen Dank. Ich habe nachgedacht und mich dazu entschlossen, Ihnen die Position als Laborleiter anzubieten. Sie sind genau der richtige Mann für den Job. Ich danke Ihnen vielmals. Meinen Glückwunsch, Tom. Hallo, Angie. Oh, Mrs. Redding, wie geht's Ihnen? Wie geht's Jason? Gut. Sie haben eine tolle Frisur. Ist Tom da? Nein. Das heißt ja, aber er steckt gerade mitten in einem Experiment, wissen Sie? Hui, gehen Sie doch einfach nach hinten. Oh, du bist wohl gleich vorbeigekommen, um als Erste zu gratulieren. Tom hat hart gearbeitet, um es zu schaffen. Er hat es verdient, gefeiert zu werden. Du kannst auf mich zählen. Dein Mann ist auf Erfolgskurs. Er ist Pritchards Liebling, seit er diesen Vertrag an Land gezogen hat. Es wundert mich, dass bei so viel Firmenpolitik noch Zeit für die Wissenschaft bleibt. Die eigentliche Arbeit machen wir in der Freizeit. Mr. Humphrey, können Sie diese Person da beschreiben? Das ist ein älterer Herr. Glatte Haare? Er scheint sich über irgendwas zu freuen. Hallo, Wendy. Okay. Wissen Sie, wer es ist? Sie haben ihn bestimmt schon im Fernsehen gesehen. Ist das vielleicht der Mann vom Wetterbericht? Okay. Können Sie mir sagen, wer das ist? Ja, das ist eine Frau. Ist das vielleicht meine Frau? Sag mal, was fehlt Ihnen denn? Prosopagnosie. Gehirnschaden infolge eines Schlaganfalls. Er kann zwar Details erkennen, aber keinen Zusammenhang zwischen ihnen herstellen. Der Ärmste weiß nie genau, wo er ist oder wen er gerade anschaut. Wenn man sich das vorstellt, seinen eigenen Ehemann oder seine Ehefrau nicht mehr zu erkennen. Könnte auch praktisch sein. Wenn du beim Fremdgehen erwischt wirst, kannst du immer sagen, aber Schatz, ich dachte, du bist es. Als ob sowas kannst auch nur du kommen. Auf meinen geliebten Mann. Den Beliebten. Den Fleißigen. Den Talentierten. Den Unwiderstehlichen. Komm schon, mach weiter. Ich möchte noch mehr Freddy? Hören. Den Bescheidenen, Zurückhaltenden. Ja. Den Besten einfach. Und du weißt, dass du das bist. Auf den neuen Laborleiter, Dr. Tom Redding. Ich danke euch vielmals für diese große Ehre, die mir natürlich auch zusteht. Oh. Angie, ich brauche eine Belegschaftsliste, weil ich für diesen Kerl eine Party geben will. Ich habe eine Kopie davon da. Ich bringe sie Ihnen sofort. Ich wusste, dass du es schaffst, als ich das erste Mal deine Schleimspur vor Pritchards Büro gesehen habe. Du kriegst deine Einladung in ein paar Tagen. Aber sieh dich vor, dass du nicht auf der Schleimspur vor unserer Haustür ausrutschst.
Schatz, gehst du direkt nach Hause? Ich muss zu Cindy Jason abholen. Okay, dann bis später. Danke für den Champagner. Gern geschehen. Claire, was tust du hier? Nein, ich zeig's dir. Du bist wohl verrückt. Meine Frau kann jeden Augenblick hier vorbeifahren. Nein, keiner wird uns hier hinten sehen. Ich dachte, du würdest gern deine Beförderung mit mir feiern. Ein Mietwagen, gefällt er dir? Das ist doch ein wunderbares Liebesnest. Wie jetzt? Natürlich, wenn du jetzt... Du bist völlig verrückt. Du musst übergeschnappt sein, wenn du denkst, dass ich vor meinen eigenen Haustüren... Ich schätze, das wird kein Problem für dich sein. Was hast du vor? Vertrau mir. Jason, hilf mir bitte, die Sachen ins Haus tragen. Du liebe Zeit, meine Frau. Wie aufregend. Mach mich sofort los. Nein, ich will dich hier behalten. Ich meine es ernst. Mach mich sofort los, hörst du? Ich will, dass du darum bettelst. Mach schon! Ich meine es ernst. Lass mich frei! Wollen wir deine Frau herrufen? Das wäre doch interessant. Bist du verrückt geworden? Bist du verrückt? Bist du vollkommen verrückt? Wir hätten auffliegen können. Wir hätten auffliegen können. Tom, beruhige dich. Das gehört doch alles zu unserem kleinen Spiel. Wo warst du? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich war spazieren. Sag mal, hast du irgendwas?
Es war nur ein anstrengender Tag. Willst du darüber sprechen? Ich liebe dich. Ich habe sie mit diesem Tänzer im Bett erwischt. Dabei dachte ich, der wäre schwul. Es war verrückt. Sie plärrte los, fass mich nicht an. Ich sah der Baby nicht mal mit einer Weißzange und hab bei Lisa übernachtet. Wie schaffst du das? Wie kriegst du die alle unter einen Hut? Tja, ich weiß auch nicht. Es funktioniert einfach irgendwie. Und wenn es nicht funktioniert? Was meinst du? Freddy, ich habe eine Frau kennengelernt. Was? Sie ist sehr leidenschaftlich. Sie treibt mich an den Rand des Wahnsinns, verstehst du? Was ist mit Molly und Jason? Ach, ich bin verrückt nach ihr. Ich weiß nicht, wohin das führt, aber ich kann nicht damit aufhören. Weißt du, dass ich dich beneide? Wenn du mich beneidest, bist du ein ziemlicher Trottel. Was habe ich denn? Ich bin 38 Jahre alt und allein. Weißt du, wie beschissen einsam ich mich manchmal fühle? Und wie sehr ich mich nach einer Frau sehne, die meinen ganzen Quatsch durchschaut? Ich würde alles geben für das, was du hast. Jedermann würde das. Ich beneide dich. Du hast alles, was ich mir wünsche. Eine Frau und ein Kind, die dich lieben. Hör zu, Tom. Du setzt zu viel aufs Spiel. Reiß dich zusammen, Mann. Hör auf, mit dem Schwanz zu denken. Benutz deine kleinen grauen Zellen. Dr. Redding, ich habe die Ergebnisse der ersten Versuchsgruppen. Wendy, würden Sie das in den Computer eingeben und machen Sie eine Kopie für Dr. Pritchard? Sicher. Danke. Tom, ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber ich würde gern etwas mit Ihnen besprechen. Natürlich, Dr. Archer. Was gibt's denn? Wissen Sie, ich finde, wir sollten mit dem Experiment, mit dem wir gestern begonnen haben, heute fortfahren. Wendy, würden Sie die Ergebnisse sofort eingeben? Ist gut. Danke. Hör zu. Wir müssen uns unterhalten. So kann es nicht weitergehen. Was meinst du denn so damit? So etwas ist nichts für mich. Die Sache gefällt mir nicht mehr. Oh, das glaube ich schon. Ich glaube, du genießt es sogar. Du hast nur Angst, es zuzugeben. Es gibt kein Zurück, Tom. Claire, ich habe eine Familie. Tom, keine Komplikationen, keine Schwierigkeiten und keine Verpflichtungen. Es ist nicht in Ordnung. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Du magst kleine Überraschungen. Hey, ist dir eigentlich klar, wo wir uns befinden? Komm am Freitagabend zu mir zum Abendessen. Da können wir uns in Ruhe über alles unterhalten. Das werde ich nicht tun. Ich bin eine gute Köchin. Ich brauche Zeit, um über alles nachzudenken. Ich will nicht darüber diskutieren. Komm mal. Hör zu, ich habe eine Frau. Hast du das vergessen? Ich will aber nicht über sie reden. Freitag, 7 Uhr. Sei pünktlich. Oder einen U-Bahn-Schacht zu graben. Was hast du, Tom? Tut mir leid, Schatz. Es war eine furchtbare Woche. Ich bin völlig fertig. Liebling, es ist Freitag und Jason ist bei Cindy. Hast du verstanden? Ja. Ja? Wir schalten das Telefon aus. Thank you.
Paket, wie nett. Ja, es ist gerade angekommen. Mal sehen, was drin ist. Ich will es auch sehen. Oh, meine Güte, Tom. Jemand hat uns eine Schachtel voller Abfall geschickt. Nimm deine Finger da weg. Das ist ja ekelhaft. Wer tut sowas? Tom, wo willst du damit hin? Ich schmeiß das weg. Nein, ich rufe die Polizei an. Die werden sich bestimmt dafür interessieren. Nein, lass das. Leg das Telefon weg. Wir werden nicht bei der Polizei anrufen. Ich weiß, wer es geschickt hat. Wer? Es war eine verrückte Gruppe von Tierschützern. Seit ich Laborleiter bin, rufen sie jeden Tag bei mir im Büro an und beschimpfen mich aufs Übelste, Tag für Tag. Es sind blöde Schweine, aber sie sind harmlos. Es genügt, wenn ich den Sicherheitsdienst informiere. Oh, Schatz, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, dass du so etwas Schreckliches durchmachst. Tja. Warum hast du mir davon nichts erzählt? Ach, ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich trage das erstmal raus, bevor hier noch alles zu stinken anfängt. Angie, irgendwelche Anrufe? Hier, bitte. Ja, danke. Dr. Archer hat gesagt, es wäre sehr wichtig, dass Sie sie zurückrufen. Danke. Büro Dr. Redding, guten Tag. Ja, Dr. Archer. Ist Dr. Redding wieder zurück? Bleiben Sie bitte am Apparat. Dr. Archer ist am Telefon. Sagen Sie, ich bin nicht da. Tut mir leid, Dr. Archer, aber er ist gerade eben aus dem Raum. Sind Sie sicher? Natürlich. Es ist sehr wichtig, dass ich ihn spreche. Ich sage ihm, dass Sie angerufen haben. Danke. Willst du dir diesen Ärger wirklich antun? Ich dachte, du freust dich auf die Party. Ja, aber wir müssen doch nicht unbedingt alle einladen, Liebling. Die hier zum Beispiel, die sind nicht mal in meiner Abteilung. Ein Sandwich essen. Nein, ich muss arbeiten. Ich bleib hier. Ich wollte dir das Mädchen zeigen, mit dem ich gestern aus war. Tja, schade. Vielleicht ein andermal. Dr. Archer ist am Telefon. Sie will wissen, ob Sie die nächste Stunde im Büro sein werden. Ich bin nicht da. Sagen Sie ihr, dass ich beim Mittagessen bin. Hey, Freddy, warte. Kommst du doch mit? Ich
Ich begleite dich ein Stück. Und? Was und? Ach, du weißt doch genau, was ich meine. Diese andere Frau, was ist mit ihr? Ich habe deinen Rat befolgt und Schluss gemacht. Erzähl mir von gestern. Sie ist sehr nett. Kein Allerweltstyp. Viel Persönlichkeit, gute Körpersprache. Aber sie redet nicht viel. Ja, schweigsam, ne? Ja, das könnte man sagen. Hey, sieh mal, da ist sie. Wo denn? Da vorne. Also, Freddy. Es ist aber wirklich eine Überraschung, dich hier zu treffen. Ich habe versucht, dich zu erreichen, aber du hast dich verleugnen lassen. Ich habe heute dein kleines Geschenk bekommen. Sieh es als Liebesgabe an. Du hast mich nur an der Nase herumgeführt. Und ich hatte keine Ahnung, was für ein Volltrottel ich bin. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ach, hör auf mit der Scheiße, Claire. Wie viel? Was? Für das Original. Für das verdammte Original. Wie viel? Ich will dich, Tom. Du willst mich und schickst mir ein Paket voll Müll. Meine Frau hat das Paket geöffnet. Du hättest mich nicht versetzen dürfen. Ich habe mich an die Spielregeln gehalten. Du warst am Freitag nicht da. Niemand darf mich so behandeln. Du nicht und auch sonst niemand. Wenn du vorhast, mit mir Schluss zu machen, dann mach es auf anständige Weise und gib mir verdammt nochmal die Chance, mit dir darüber zu reden. Claire, ich bin verheiratet. Ich weiß. Das war doch alles in Ordnung. Ich habe noch nie so viel Spaß im Bett gehabt wie mit dir. Warum willst du alles kaputt machen? Du brauchst mich, Tom. Nein. Nur bei mir kannst du selbst sein. Es ist vorbei. Finde dich damit ab. Es ist Schluss. Es ist nicht vorbei. Du kannst mich nicht allein lassen, Tom. Komm zurück. Sind Sie sicher? Ich bin vor ungefähr eine Dreiviertelstunde da gewesen. Es war ein Tisch ziemlich am Rand. Und, was ist? Gut, Sie haben meine Nummer, falls Ihnen doch noch jemand zurückbringen sollte. Hier, sieh mal, Jason, du hast Post bekommen. Was denn? Weiß ich auch nicht. Sieht aus, als wäre es von Daddy. Es ist ein neuer Zeichentrickfilm. Lauf und guck ihn dir gleich an. Hallo, Liebling. Hallo, Schatz. Du siehst kaputt aus. Das bin ich auch. Jemand wegen meines Aktenkoffers angerufen? Es hat gar niemand angerufen. Ich habe ihn heute in einem Restaurant liegen lassen. Es waren wichtige Papiere drin. Er taucht bestimmt wieder auf, Schatz. Was ist das? Da war die Videokassette drin. Was für eine Kassette? Naja, der Zeichentrickfilm. Jason, ich habe einen Fehler gemacht und die falsche Kassette ins Päckchen. Aber ich ziehe auf der Stelle los und hol dir ein neues Video. Was hältst du davon? Kaufst du mir die unsichtbaren Killerschildkröten? Aber klar, was du willst. Wo gehst du hin? Meinen Aktenkoffer suchen. Claire! Was willst du?
Du hast diese Kassette an meinen Sohn geschickt. Was bildest du dir eigentlich ein? Wie der Vater, so der Sohn. Das ist kein Spiegel. Was muss ich tun, dass du kapierst, dass das kein Spiel ist? Schlag doch zu. Du willst spielen. Du willst spielen. Das ist es, was du willst. Das ist es, was du willst. Das ist es, was du willst. Was? Das ist es, was du willst. Ist noch wach? Hier. Was soll das? Ich will, dass du ausziehst. Sofort. Was soll denn das auf einmal? Ich will nicht mehr mit dir zusammenleben. Ich habe deine Lügerei satt, Tom. Marley? Ich bin es leid, immer nur auf dich zu warten. Nicht zu wissen, wo du dich rumtreibst und mir Sorgen machen zu müssen, ob du vielleicht einen Unfall hattest. Es tut mir leid, Schatz. Wo bist du denn gewesen? Ich musste meine Aktenkoffer suchen. Und das hat 3 Stunden gedauert. Ich bin noch im Labor vorbei. Schatz, bitte entschuldige, ich hätte anrufen sollen. Lüg nicht schon wieder, Tom. Ich will nur eins wissen, wer ist sie? Deshalb bist du so wütend. Du glaubst, dass ich dich betrüge. Na und? Habe ich vielleicht nicht recht? Natürlich nicht, mal nie. Nein. Lüg mich nicht an, Tom. Hab wenigstens so viel Anstand, mir die Wahrheit zu sagen. Ich schwöre es dir, es gibt keine andere. Du bist nie mehr hier. Bitte entschuldige, Schatz. Du küsst mich auch nicht mehr so wie früher. Ich habe einfach zu viel am Hals. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich liebe dich, Marley. Ich schwöre dir, es gibt keine andere. Du und Jason, ihr seid das Einzige, was für mich zählt. Ich will so sehr, dass das die Wahrheit ist. Schatz, sieh mich an. Du bist die Einzige, die mich interessiert. Dieser neue Job, der nimmt mich im Augenblick ziemlich in Anspruch. Es tut mir leid. Aber wenn alles so läuft, wie ich denke, dann habe ich bald wieder mehr Zeit für euch. Und fürs Familienleben, okay? Okay. Ah!
Entschuldigen Sie, Dr. Redding, aber Dr. Archer ist schon wieder am Telefon. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen ihr sagen, ich bin nicht hier. Das habe ich ja. Aber sie gibt sich nicht damit zufrieden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ist gut, Angie. Stellen Sie durch. Vielen Dank. Hey, ich will mit dir nicht reden. Ich will dich nicht sehen. Ruf mich nie mehr an! Ich mag es nicht, wenn du einfach aufhängst. Claire, lass mich in Ruhe. Wir passen zu gut zusammen. Hör zu, ich bin ehrlich zu dir gewesen. Ich habe dir von Anfang an gesagt, ich bin verheiratet, ich will nichts Ernstes. Aber du willst was Ernstes. Und du willst verprügelt werden. Wir zwei haben dieselbe Wellenlänge, Tom. Das solltest du endlich akzeptieren. Du kannst mich nicht zwingen, dein Liebhaber zu sein. Denk noch mal darüber nach, Tom. Du bist ziemlich angreifbar, das weißt du ja. Was soll das denn? Willst du mir etwa drohen? Naja, wenn es zu einem kleinen Zwischenfall käme, wäre das für dich doch viel schlimmer als für mich. Du weißt wirklich, was gut ist. Gib sie wieder her. Du willst sie zurück? Los, kämpf doch um sie. Gleich hier vor allen Leuten. Hol sie dir. Komm schon, Tom. Gib mir die Flasche. Na los doch, schlag mich. Reg dich so richtig auf, Tom. Komm schon. Das brauchst du doch. Los, schlag mich, Tom. Reg dich richtig auf. Wofür war der? Ach, für gar nichts. Wie läuft's? Oh, ich bin bald fertig. Wirklich toll. Ich frag mich, wie du das geschafft hast. Tom? Hast du den Cognac vergessen? Hab ich den Cognac vergessen? Entschuldige, soll ich noch einen holen? Nein, so viel Zeit haben wir nicht. Liebling, geh dich umziehen. Ich mach das schon. Du musst mir nicht helfen. Nein, bitte. Ich mach das gern, okay? Danke. Da drüben kommt es hin. Mrs. Redding, die sind besonders lecker. Alles ist wundervoll. Danke. Es ist wirklich nett und Jason ist so süß. Wie alt bist du? 7. Stell dauernd irgendwas an. Er ist ein richtiges Ungeheuer. Jason! Das waren genug Bonbons. Entschuldigen Sie. Jason, zeig uns, wie dein Gewehr funktioniert. Tom, sobald du etwas schriftlich machst, wird es Politik. Und wenn es jemandem nicht passt, was du machst, dann werden sie dir aus dieser Politik einen Strick drehen. Na, wie geht's euch? Fein, wir unterhalten uns. Hallo, Marlie. Oh, Freddy. Hallo, Schatz. Tut mir leid, dass wir zu spät sind. Oh, das ist doch bei dir nichts Neues. Oh, vielen Dank. Marlie, das ist Claire Archer. Hallo, oh, freut mich. Ja, mich auch. Oh. Hoffentlich mögen Sie Cognac. So ein Zufall. Tom, du hast Glück gehabt. Jetzt haben wir Cognac. Danke. Kennt ihr beide euch? Ja, wir kennen uns. Ich wollte Ihrem Mann etwas Besonderes mitbringen. Ich fürchte, ich habe ihn in Schwierigkeiten gebracht. Wirklich? Claire, Dr. Archer hat uns den Auftrag für den neuen Vertrag verschafft. Oh, das ist ja interessant. Ja.
Und ihr armer Mann musste in letzter Zeit irrsinnig viel für mich arbeiten. Und hat wahrscheinlich kaum Zeit für Sie gehabt. Ich hoffe, Sie hassen mich nicht deswegen. Seien Sie ganz unbesorgt. Ich bin es gewöhnt. Kommen Sie, gehen wir in die Küche. Ich mache Ihnen einen Drink. Das war eine ziemliche Überraschung, was? Wieso hast du sie hierher gebracht? Was hast du denn? Na komm schon, ich muss dir was zeigen. Komm! Die ist scharf wie eine Rasierklinge, Tom. Wir wollten viel früher hier sein, aber die ist einfach über mich hergefallen. Sieh dir das an. Ist das vielleicht ein Knutschfleck? Sie wollte mich auffressen. Buchstäblich. Fred, ein guter Rat von deinem neuen Laborleiter. Treibe es niemals mit einer Kollegin. Meine Hand. Ich kann aber noch viel fester drücken. Wirklich? Zeig mal. Oh, du bist wirklich sehr stark. Ich kann sie verprügeln. Nein. Doch. Dann lass doch mal fühlen. Jason, du sollst sofort aufhören zuzuschlagen. Jason, hör auf damit, sag ich. Kann ich Sie kurz sprechen? Sicher, ein unwiderstehlicher Junge. Ich bin sicher, er wird genauso wie du. Entschuldigen Sie uns bitte. Was machst du hier? Manche Männer sagen nein und meinen eigentlich ja. Das ist ein netter Trick, du und Freddy. Gefällt's dir? Habe ich für dich getan. Ich bin nicht eifersüchtig, es ist mir egal, es ist mir absolut egal, verstehst du? Das glaube ich dir nicht. Tag überlege ich, wie ich dich loswerde und dich davon abhalte, mein Leben zu ruinieren. Ich ruiniere es nicht, ich gebe ihm einen Sinn. Du denkst, ich blöffe. Vielleicht sollte ich mit deiner Frau reden. Tu's doch! Hallo, ihr beiden. Wollt ihr nicht reinkommen? Es ist kalt hier draußen. Claire will dir etwas erzählen. Ja. Nein, eigentlich nicht. Es ist... Ich finde es nur äußerst bemerkenswert, wie sie diese Party ohne fremde Hilfe auf die Beine gestellt haben. Ich erledige möglichst alles alleine. Ich traue anderen nicht. Wollen Sie nicht mitkommen? Die Sucht hält mich noch zurück. Sie ist eine interessante Frau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Freddy ihr Typ ist. Ja. Hast du mit Cindy gesprochen, ob sie Jason Montagmorgen zur Schule fährt? Sie ruft mich morgen an und sagt mir Bescheid. Was tut diese Claire Archer eigentlich genau?
Das habe ich dir doch gesagt. Sie arbeitet an diesem neuen Projekt. Freddy denkt, dass er bei ihr landen kann, hat er sich getäuscht. Sie liebt einen anderen. Dich. Ich flehe dich an, Mali. Fängst du schon wieder damit an? Jetzt denkst du, ich hätte eine Affäre mit Claire Archer? Das ist doch einfach lächerlich! Wie lange geht das schon so? Hör auf, Mali! Hör auf damit! Liebst du sie? Nein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte... Nimm deine Finger von mir! Du mieses Schwein! Du verlogenes, mieses Schwein! Hier in diesem Haus hast du mir in die Augen gesehen und mich dabei belogen! Marie. Los, raus! Ich will, dass du gehst! Wissen Sie, wie das Feuer entstanden sein kann? Das Feuer ist gelegt worden. Brandstiftung. Wir schicken morgen früh die Polizei her. Jason und ich fahren zu Cindy. Bleib weg, Tom.
Nina! Wir waren Kollegen und wir hatten ein Verhältnis. Ich wollte Schluss machen, aber er wollte es nicht wahrhaben. Er wollte es nicht. Ich musste mich doch wehren. Was hast du vor? Vertrau mir. Wissen Sie, was Sie wollen? Ja, ich will dich, Tom. Hey, ich will nicht mit dir reden. Ich will dich nicht sehen. Ruf mich nie wieder an! Tom! Tom! Ich liebe dich. Ich liebe dich. Thank you.
Traum? Wer sagt, man kann mir trauen? Im Branchenbuch steht es jedenfalls so. Harry Dobson übernahm einen merkwürdigen Fall. Etwas wie das hier ist mir noch nie passiert, Mr. Dobbs. Harry, was wäre das? Er sollte einen treulosen Liebhaber beschatten. Ich fühle mich verängstigt und ungeliebt. Ich fühle mich nackt. Aber der Liebhaber ist ein Ehemann, der seine Frau betrügt. Was ein Dreck. Die wiederum betrügt ihn. Drehen Sie ihm nie den Rücken zu, Mr. Dobbs. Harry. Sonst haben Sie nachher ein Loch darin. Das ist ja nett. Harry, direkt auf den Hacken, ist eine eigenbrödlerische Detektivin, die die Liebe nicht kennt. Wir könnten ja mal gelegentlich Ihr Buch diskutieren. Falls Sie beschränkt geboren wurden, hatten Sie soeben einen Rückfall. Sie alle werden wichtige Lektionen lernen. Welche Erleichterung? Regeln hat sie keine, die Liebe eines Detektivs. Danke, Mr. Dobbs. Also das Leben. Tom Berenger. Hören Sie, Mr. Dobbs. Harry. Das ist unethisch. Falls wir Ethik diskutieren wollen, wird es hier mäuschenstill. Elizabeth Perkins. Vielleicht helfen wir uns gegenseitig. Wir. Brauchen Sie ein Lexikon, Sie und ich. Anne Archer. Gibt es eine Chance für Sie und mich? Werden wir immer schwindelerregend glücklich sein? Oder würden wir uns gegenseitig zerstören? Schwindelerregend glücklich. Miss Dolan, steigen Sie in den Zug. Kate Capshaw, Annette O'Toole und Neil Young. Wer ist dieser Typ? Wer ist dieser Kerl? Gut. In einem neuen Film von Alan Rudolph. Hörst du auch was? Nur das Klopfen meines Herzens. Liebe geht oft seltsame Wege. Mit Sicherheit in die Liebe eines Detektivs. Ich befürchte, mein Anliegen ist sehr kompliziert, Harry. Ich darf Sie doch Harry nennen.